Freunde der Fußballunterhaltung, zurück zu Anstoß 3, denn der Winning Story hier auf meinem Kanal. 8 Punkte Vorsprung vor Hannover. Ja, so sieht es aus. Der BVB ist auf dem Weg zum Titel-Hattrick, zum Meisterschafts-Hattrick, zur dritten Meisterschaft in Folge. Und Leute, wir sind ja immer noch dabei im DFB-Pokal. Haben da im Achtelfinale Schalke niedergemetzelt mit 4:0 in Gelsenkirchen. Haben wir das Derby gewonnen. Schalke, muss man dazu sagen, auch nur noch in Liga 3. Da können wir auch gleich mal hinschauen, was die so in der Regionalliga noch dann wahrscheinlich machen. Ja, auf Platz 5. Ah, wird schwer mit dem Aufstieg, wird sehr schwer mit dem Aufstieg, aber ist so. Ja, und wir haben eben gesagt, 7 Punkte Vorsprung, und was auch noch ist, wir haben es diesmal allerdings nicht geschafft, in die Zwischenrunde der Champions League zu kommen, sind aber im Achtelfinale der Euroleague, der Europa League, und spielen dagegen Everton. Und wollen dann natürlich auch so weit kommen wie möglich, denn ihr wisst es alle, denn die Euroleague, die Europa-Liga, haben wir auch noch nie gewonnen. Dementsprechend wird es eine richtig geile Rückrunde. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Wir starten also rein. 72 Millionchen haben wir auf dem Konto. Ja, damit sollten wir eigentlich nochmal nachlegen. Nochmal richtig nachlegen. 32 Jahre alt. Puh. Er hat auch noch keinen neuen Vertrag unterschrieben, soweit mir das geläufig ist. Auch den Jungen müssen wir halten hier. Okay, und wir werden dann nachlegen, und zwar würde ich sagen im offensiven Mittelfeld. Wir holen uns jetzt das Beste vom Besten, wenn es denn möglich ist. Jung sollte sein. Ja, da gibt es aber nichts in der Preiskategorie mit Preisschild direkt dran. Na gut, dann müssen wir es halt abnehmen. Viel gibt es da allerdings auch nicht. Okay. Okay, okay, okay. Die sind mir dann aber alle auch schon fast zu alt. Vasina. Ja, 60 Millionen Marktwert. Skelly, na, das ist natürlich nichts. Das ist natürlich nichts. Nee, da kommen wir nicht hin. Ihn sowieso nicht. Ja, über kurz oder lang werden wir aber auch noch was brauchen auf der rechten Mittelfeldposition. Vielleicht gibt es ja da was. Gibt es auch nichts mit Preisschild dran? Jordan Stewart. Ja, die verlangen natürlich alle Geld ohne Ende. Dann tatsächlich halt noch ein junger Innenverteidiger. Japaner. Pff, er wäre natürlich schon mega gut, der Junge.
Allerdings keine Ahnung, was die da verlangen für ihn. Wir werden mal schauen. Wenn wir auch sonst mal schauen. Was ist denn dann noch so schönes gibt, Tor. Ah, das sind natürlich schon für den als Torhüter bei der Roma für 9 Millionen. Ja gut, aber im Tor sind wir da echt gut aufgestellt. Na gut. Lassen wir das erstmal. Gehen lieber im Januar nochmal ins Trainingslager für 2 Wochen und machen mal noch einen Jugendtag. Kampfmaschine Basina, oh ja, Costa natürlich fällt aus. Verbrotter muss ran und Zimmermann wird kommen. Olivia Zimmermann 29 mittlerweile. Welt- und Europameister, Leute. Welt- und Europameister. 5 Meisterschaften gewonnen, 5-mal Champions League-Sieger. Das sind natürlich. Sachen, da schlackerst du mit den Ohren. So, die Kohle ist ja da. Dementsprechend hauen wir die jetzt auch großzügig raus. Das ist noch nichts für ihn. Ja, schauen wir mal, ob er vielleicht. Hier möchte er noch nicht, okay. Ja, ich brauche ihn als Ersatz. Das ist eben das Problem. Ja, ich brauche ihn als Ersatz. Ja. So, und dann haben wir ihn. Wo kommt denn der eigentlich her? Okay. Okay, okay, okay. Okay, wir schauen mal, ob wir ihm. Ja, ob man ihn einfach erkaufen können. Der Kohle scheitert ja nicht. Grundsätzlich. Okay. Macht nichts. Freundschaftsspiel. Steht an gegen Ägypten. Frabata. Roboter. Zimmermann, Olivier Zimmermann lenkt ihn aufs Eck und dann landet er im Netz. Olivier Zimmermann, wie gesagt, Welt- und Europameister. Welt- und Europameister nutzt hier auch seine Chance. Roboter um Haaresbreite vorbei. Schauen wir auch mal. Wie gesagt, er ist 23. Wahnsinn. Dreimal Meister, dreimal Champions League Sieger, einmal Europameister.
Ja, das ist natürlich richtig, richtig krass, was der Junge abliefert. Darf man natürlich nicht unterschätzen. Das darf man nicht unterschätzen. Ganz klar. Ja, wir bauen also auf Zimmermann auf. Und natürlich auf Ailton. Aston Villa, oh, da geht's richtig ab hier. Da geht's richtig ab in England. Barnsley auf Platz 19. Leute, mit dem Kader kannst du nichts anfangen. Gar nichts. Okay. Puh, da würde ich aber ganz klar bei Olabe bleiben. Und dann einfach hier nochmal schauen. Bei wem der Vertrag ausläuft. Okay, er ist natürlich einer der Vertragslosen. Gibt es da irgendwas, was man unbedingt haben muss? Ja, jetzt schauen wir nochmal. Italiener 33, ja, schade. Schade, schade, schade. Aber vielleicht gibt es da ja noch irgendwas, was man unbedingt braucht. Miller? Weiß nicht. Weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Aber wir sollten den Defensiven holen. Wir sollten einen defensiven Mann holen, der uns irgendwann den Sörstiram ablöst. Ja. Gibt im Moment nicht das richtige Spielermaterial. Damit müssen wir leben. Auch in der Jugend. Ja. Ja, damit muss man leben im Moment, dass es nicht das passende Spielermaterial gibt, das ich gerne hätte. Also, WM-Quali gegen Slowenien. Wir legen los wie die Feuerwehr anscheinend. Ist Ailton. Okay. Vasina, der Star der Europameisterschaft. Rosak. Ja, wie gesagt, wir sind amtierender Europameister. Wir müssen zur WM fahren. Da beißt dem aus keinen Faden ab. Wir waren ja schon mal mit Italien Weltmeister. Gar nichts, das spielen wir schön runter. Muss man fairerweise auch sagen. Vasina, nochmal. Jetzt werden wir da sogar ein bisschen wechseln her. Das ist natürlich schönes Ergebnis. 5-1 Frabotta. Gianluca Frabotta.
Da kann man natürlich damit arbeiten. Und Leute, ihr habt es ja selbst mitbekommen. So, die Rahmen, okay, fantastisch. Wir haben ja noch das Problem mit Lopez, der ja, was soll man dazu sagen, am pfeifischen Drüsenfieber erkrankt ist und noch ein paar Tage ausfällt. Ja, vielleicht können wir ihn dopen oder so. Ronaldo wäre bereit, sich dopen zu lassen. Aha. Interessant. Das bringt mich aber wieder zu dem Punkt, dass wir ein paar Spieler loswerden müssten. Ronaldo wollen wir natürlich auch loswerden. Also es ist eine geile Saison bisher. Ich hoffe mal, wir können auf jeden Fall den Titel-Hattrick machen. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem, auf das wir allerdings reagieren müssen. Rivellino kann auch als linker Verteidiger spielen. Alles gut soweit. Nur werden wir da auf jeden Fall nochmal nachlegen müssen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, Alexei Vidal. Allrounder. Nervenbündel. Verletzungsanfälligkeit hoch. Na komm, wir probieren es trotzdem. Für das Geld musst du den einfach mitnehmen. Für das Geld muss man eigentlich holen. Da brauchen wir nicht reden.
Wer weiß, wie die Saison noch verläuft. Okay, zu Holstein Kiel. Werten kann man ja leider auch nicht gehen. Nur 12. Er ist aufgestiegen zu 12. Fantastisch. Aber auch er fällt halt aus. Ja, sehr gut. Nicht schlecht, was hier so gespielt wird. Boah, er ist auf die 12 rauf, okay. Starke Konkurrenz für Costa. Motomo ist jetzt ein 11er Stürmer, also da sollte einiges gehen in der Rückrunde. Sollte einiges gehen. Zum Schnäppchenpreis bekommen wir ihn da. Venedig. Ach du heilige Scheiße, schau dir mal das an hier. Da kannst du ja gar nichts mehr machen. West Bromwich. Auch das wird schwierig mit dem Kader. Heute. Nicht schlecht. Oh, Halstuch, sehr geil. Okay, er wird Gaspar. Irgendwann wird Gaspar auch. Nein. Okay. Dann haben wir auch noch Rivellino. Und da haben wir noch den guten Mann, wenn er denn spielt. Jugendspieler abwerben haben wir erstmal nix. Vereinsgelände. Da könnte man natürlich noch was machen. Fernsehturm kaufen. Bringt uns aber natürlich überhaupt nichts. Lopez kommt wieder rein. Georgien geht's jetzt. Caldriola hat freie Schussbahn, macht's aber nicht. Greco will ihn haben, kriegt ihn nicht. Georgien führt vor ausverkauftem Haus in der Punkrock Arena. Zu Hause in Turin. Ja, man darf nicht vergessen, wir sind amtierender Europameister. Da sollte jetzt einiges gehen hier. Eine Niederlage wäre sehr
Blamabel tatsächlich. Vicario rettet uns zumindest das Unentschieden. Peinlich genug. Der Tabellenletzte. Es ist immer noch Leverkusen. Ja. Wen besiegte Brasilien im Halbfinale? Frankreich schon mal nicht, gegen die waren sie ja im Finale. Zur Weltmannschaft 97. Tatsächlich Dortmund, ja. Klar, ich habe auch Champions League gewonnen gegen Juve. Wie ist der Meistertrainer? Boah, wer war denn das? Ne, Daum war es nicht. Daum waren ja vorher mit Stuttgart. Franz Beckenbauer. Zu Piacenza. Ruggero Rizzitelli. In welchem Jahr wurde die Nominierung, die Nummerierung eingeführt? Allgemein eingeführt. 39 hätte ich jetzt tatsächlich getippt, ja. Gut, wir haben bestanden. Cagliari. Ja. John Mintoff. Gar nicht so aussichtslos, Cagliari. Da geht was. So, er ist zurück. Lyons ist ebenfalls zurück und spielberechtigt. Gut. Den ist jetzt Stärke 7, das ist ja super. Dale ist Stärke 7, das ist schon was, können wir machen. Wer ist denn? Kleines Talent, Alter. Ah, groß, da bräuchte man einen riesigen. Da haben wir ihn, aber der braucht noch ein wenig. Wie der Franken gesagt. So, apropos Franken, im Ronhof geht's in die Rückrunde gegen Greuther Fürth. Cyprian macht's Tor. Und sagt, dass wir gleich wieder auf dem Weg zum Titel sind. Wir wollen den Titel haben. Zum dritten Mal. Jetzt ist aber wieder genug Fränkisch, denn Gabriel Zapper macht das Tor. Wir gehen wieder in Führung. Der Peter macht's. Wieder Ausgleich. Wieder die Führung für uns. Also ganz schönes Hin und Her. Passt mir bloß auf, dass ihr euch nicht gleich in den ersten Minuten einen einfangt. Jordi Gaspar. Bertini. Also da geht's jetzt richtig ab hier. Tore ohne Ende. Doppelpack. Lalpecula.
Transferliste ist geschlossen. Ingolstadt hätte uns gerne. Und Barnsley. Okay, da müssen wir jetzt schauen, wie wir das mit ihm regeln. Da schauen wir mal, wie wir das mit ihm regeln. Okay. Hier schauen wir mal, wie wir gegen Österreich abschneiden. Ey. Das ist jetzt aber richtig mies. Deola 26 mittlerweile. Darf wieder rein. Am dritten Spieltag, das ist jetzt natürlich mies für uns. Lopez. Diego Lopez. Vicario. Okay, haben wir eigentlich echt gut gelöst. Fairerweise muss man das so sagen. Auch ohne Vicario. Und hier natürlich der Mann bei den Österreichern, Finn der Lohn. Ja. Legendär. Den müssen wir eigentlich in unseren Reihen haben. Villarreal gibt ein besseres Angebot ab. Okay. Das ist ihm zu schlecht. Okay. Na dann geh doch. Okay. Holstein Kiel kommt in den ausverkauften Signal Iduna Park. Das Westfalenstadion kocht. Wir schauen mal. Ja, Daniel Jutsch spielt. Ich will, dass ihr denen zeigt, was Sache ist. Ist das klar? Mit dem 0-0 kann ich da gut leben. Joseph Metomo, wir haben den richtigen Riecher gehabt.
Den absolut richtigen. Wir haben ihn eingewechselt. Straßburg. 16. Okay. Jo. Jetzt natürlich ohne Frage eines der wichtigsten Spiele der ganzen Saison. Das Achtelfinal-Hinspiel. Zu Hause. Da braucht man eine gute Ausgangsposition und Mark Singh gibt uns die. Das wäre das Viertelfinale. Wenn wir die Runde meistern, aber noch ist es ja nicht so weit. Noch lange nicht. Gaspar. Noch sind wir lange nicht so weit. Hola, oh, aber da ist das Auswärtstor für Everton. Sing, fantastisch. Fantastisch, einfach gut. Einfach gut, der Junge. 3:1. Damit können wir leben. Da, eieiei. Komm. Halten, 3:1 ist fantastisch fürs Rückspiel. Auf geht's nach Ingolstadt, zu den Schanzern, in die Audi-Stadt, nach Oberbayern. Cyprian. Ingolstadt letzter. Oh, Ausgleich. Da kassieren wir tatsächlich den Ausgleich. Ah, bitter. Jawohl, der Peter macht's. Der Peter macht's. Jawohl. Punkte Vorsprung, Leute. Das sehe ich jetzt erst. Wir marschieren. Der europäische Supercup geht nach Italien. Milan holt ihn sich. Geil. Okay. RB. Im Pokal im Viertelfinale. Adam Bocek bringt sie in Führung. Turam. Schlenzer in Sack. Ah. Olabe. Richtig geil. Aber da gehen sie wieder in Führung. Können wir es nicht mehr machen. Okay, wir scheiden im Viertelfinale aus. Gegen Leipzig.
Schade. Fünf Spiele, also das ist schon teilweise echt hart, was hier abgeht. Bochum? Vierter? Okay. Lyon! Jawohl, Chris Lyons! Chris Lyons macht das Tor! Sösch, Thuram legt noch einen drauf, jawohl! Jawohl. Ecke. Los. Mega stark. Metz und Straßburg. Straßburg wird es nicht packen mit dem Kader. Da hat der Metz größere Chancen. Okay. Tja, mal rechten Mittelfeld. Bräuchte man tatsächlich wen? Serge Wagner, Stuart, Schönwetter Fußballer, beidfüßig aber. Jo, du willst Kohle verdienen, Jung, das ist mir klar. Okay, jo, oder nicht. Dann halt nicht. So. Im Goodison Park. Ziehen wir erstmalig in unserer Karriere Robin. Okay. Radwan. Ziehen wir erstmalig in unserer Karriere ins Viertelfinale der Europa League ein. Cibrin, Grasbach, Chris. Einfangt.
Das müsste reichen. Ja. Das reicht. Das reicht für Genua. Wir stehen im Viertelfinale. Und das gar nicht mal so unverdient. Ausverkauft das Haus jetzt gegen den VfB Stuttgart. Stuttgart, jo. Die haben noch Ambitionen nach oben. In der zweiten Halbzeit müssen wir das Pech der anderen eben erzwingen. Stuttgart am Drücker. Chris. Drin, jawohl. Doppelpack, schau, Kim Chris. Alter, sind wir mächtig stark. Sassuolo, okay. Wir werden definitiv noch ein paar Einzelgespräche führen. Und noch ein paar Freikarten verteilen. Gegen die Bayern. Der kann nicht mehr, okay. Dafür kommt Himmler. Bayern auf 3. Der Peter macht sein viertes Tor. Sauber Bäder. Wie man in Bayern sagen würde. Klar ist, wir wollen sie schlagen, die Bayern. Olabe, Chris. Ecke. Jungs, so. Noch mal Ecke. Noch mal. Der Peter. Boah, Bonucci mega stark. Metomo. Einwurf, letzte Minute, hoch und weit in den Strafraum, Hashimoto hat aufgepasst. Jo. Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an. 18 Punkte Vorsprung.
Bayern will uns, Leipzig will uns. Hör schon nochmal. Ja, das ist schon ein guter Kader. Aber natürlich, natürlich würden wir niemals zu den Bayern gehen. Der ist durch. Der ist durch. Lyons darf nicht spielen. Okay. Er ist aber auch auf 11. Sehr gut. Ah, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez für Genua. Joachim Kries, unglaublich der Junge. Was der gerade abliefert, Marxing! Spiel gedreht! Spiel gedreht! Und wir spielen gegen die Hertha. Hoch und weit in den Strafraum nach vom Tor. Okay, Bosman hat ihn. Hertha geht in Führung. David McGoldrick macht ihn. Chiprian. Cibrian. Sing. Cibrian. Lyons macht das Ding rein. Der René sagt, Chris Lyons. Ja, das geht doch. Genau so hier. Schauen wir mal auf die Alm. Läuft doch. Spielt genauso weiter und immer cool bleiben.
Ja, das gewinnen wir doch schön. Passt mal auf, das ist Wahnsinn. Bayern auch Bochum möchte und sagen, wir gehen noch nicht nach Bochum. Also bei allem, was recht ist jetzt. Leute. Tja, Kohle ausgeben ist gerade nicht. Ramona ist auf der Welt, sehr gut. Okay, auf geht's. Die spielen vorsichtig. Jetzt sollten wir halt das Tor machen. Biragi macht's. Gut eingestellt. Gut eingestellt. Kann man nicht sagen. Chris, jawohl. Der ist in der Rückrunde definitiv unsere Lebensversicherung. Hosseini Hernandez. Ball geht ins Aus. Jawohl, das reicht. Thessaloniki. Wir spielen gegen Thessaloniki um den Einzug ins Finale. Also die Meisterschaft ist sowieso sicher. So arrogant bin ich dann mal. Dass ich das mittlerweile bei dem Vorsprung als gesetzt erachte. Ach ja. Es ist wieder das alte Lied. Es ist wieder das alte Lied. Leberfinger, jawohl, wir gewinnen. Wir gewinnen das auch noch. Alter. Cool. Ja, da sind schon ein paar gute Leute dabei. Millionen. Ja, bringt nichts. Wir werden uns für die nächste Saison eindecken.
Gibt es da irgendwas mit Fix? Messer. Da bringt uns auch nichts. Hernandez ist im Defensiv. Dann ist jetzt nicht das, was ich suche. Linker Verteidiger auch nicht. Innenverteidiger. Ja, den holen wir eh. Den holen wir eh. Torhüter ist jetzt nichts für mich. Stürmer brauchen wir auch nicht. Libero erst recht nicht. Nee. Das auch nicht. Okay, wir spielen gegen Serbien. Vasina ist zum Glück wieder da. Kohle reicht ja ohne Ende bei uns. Dementsprechend machen wir ihm jetzt ein Angebot, das er hoffentlich nicht ablehnt. Ja, genau, in die dritte Liga. Mittelfußbruch, ach du schöne Sache. Okay, gegen Serbien wird spannend. Wird sicher ein gutes Spiel. Da wollen wir uns sicher auch nicht blamieren. Wie gesagt, wir sind Europameister. Das muss man immer auch dazu sagen, so ein bisschen. Es gibt halt in der Phase als Europameister auch nichts mehr, was das irgendwie entschuldigt. Auch das muss klar sein. Serbien geht in Führung. Zu Hause. Auch nicht vergessen. Ailton trifft mal wieder. Deola kann nicht mehr. Und Marino wird zusätzlich kommen. Na gut, wieder kein Sieg. Ja gut, dass Ersatz kommt. So ist die Rahmen wie geil. Augsburg, wo ist Augsburg?
Der FCA hängt unten drin. Hemlein, Dos Santos, mach ihn rein, Ailton. Nein. Ailton macht ihn eben nicht, ganz im Gegenteil. Ausgleich über Christoph Hemlein. Hemlein und Ciprian. Jawohl. Narazaki, Bobby Narazaki ist wieder zurück und zeigt das eindrucksvoll, das freut mich. Joachim, Chris, also die wollen wirklich was machen, ja? Gegen Augsburg. 6:1 gegen Augsburg. Das wirft Augsburg natürlich extrem zurück. Hemlein. Da tummelt sich so alles Mögliche aus Dortmunder Sicht da vorne. Jetzt wird es halt wirklich schwierig, denn wir spielen jetzt gegen Thessaloniki. Werden da nochmal geballt in die Einzelgespräche gehen. Es geht um Einzug ins Finale. Um nichts weiter. Leberfinger. Kann sich der Gegner suchen, mach ihn rein. Jawohl! Thomas Leberfinger! Jawohl! Passt mir bloß auf, dass ihr euch nicht gleich in den ersten Minuten einen einfangt. Jawohl! Schaltet auf Konto um. Komm, mach noch einen. Serge Thuram! Thuram! Damit stoßen wir das Tor ganz, ganz weit auf. Lazio gibt noch mehr, Barca ist raus, er wird auf jeden Fall wechseln. Er wird auf jeden Fall wechseln. Lazio ist raus. Lazio ist raus. Ich habe meinen Ersatz. Perfekt. Chris Lyons hat sich gelohnt, auf jeden Fall den zu holen. Arnold Weber. Thuram. Lyons ist schon wieder da, mach ihn rein. Latte. Frankfurt braucht dringend die Punkte, um vorne noch dranbleiben zu können.
machen jetzt auch das Tor. Cyprian lässt sich davon nicht beirren, macht sein 9. Tor. Und da ist Ailton! Da ist Ailton, er trifft dann nach einer gefüllten Ewigkeit mal wieder. Aber auch dieses Spiel geht an uns. Frankfurt fragt auch gleich an. Cyprian hat den Torinstinkt. Ja, wir können eigentlich nur wieder hier investieren. Tatsächlich werden wir uns jetzt für 30 Millionen den Fernsehturm kaufen. Juve setzt sich wieder ab vorne, obwohl Bologna nah dran ist. Cyprian gesperrt gegen Gladbach. Mitoma kommt dafür. Dos Santos. Unglaublich. Gladbach im Nirgendwo. Der Tabelle muss man auch ganz klar sagen. Aber Ausgleich. Eigentor jetzt auch noch. Eieiei. Ja, da kann man schon mal sagen, macht sie fertig. Denn die spielen jetzt offensiv und wir können. Eventuell noch einen Konter setzen. Ja, Leberfinger. Drin ist er. Dimitri Payet. Oh, Ausgleich. Ausgleich. Tatsache. 3-3. Respekt. William Cyprian vor Ort. So, auf geht's gegen Thessaloniki. Einzug ins Finale soll stehen. Wir dürfen es wirklich nicht unterschätzen. Die spielt zu Hause. Das wird ein ganz anderes Spiel. So, Stierab. Oh mein Gott, wir werden. Ja, Tim Skarke. Wir werden die Chance bekommen. Oh mein Gott. Die Europa League zu holen. Joachim Chris. Chris für mich einer der Kandidaten, auf jeden Fall Spieler des Jahres. Wir stehen im Finale gegen Sarajevo. Gegen Sarajevo. Gegen die Bosnier. Dafür gibt es jetzt richtig Kohle, Leute.
Leipzig, RB Leipzig auch wieder im Niemandsland der Tabelle. Muss man auch klar sagen. Serge Thuram 10 das Tor. Ja, wir sind auf jeden Fall Meister. Da brauchen wir nicht reden. Wir haben tatsächlich auch den Titel Hattrick geschafft. Aber wichtig ist natürlich, schaffen wir den Einzug, schaffen wir den Pokalsieg, schaffen wir den Gewinn der Europa League. Ich würde mal einfach behaupten, wir sind Favorit. So steht der Raum auch noch mit dabei. Ja, ja, also das wird ganz knapp da vorne. Wir sind Favorit. Ganz klarer Favorit sogar. Aber das ist ja für uns immer schwierig, wenn wir als Favoriten gehandelt werden. Da waren wir noch nie besonders gut. Die TSG Hoffenheim. Chris macht das 12. Tor. Jo. Wirft es damit zurück. Wird schwierig, Europapokal zu spielen. Ach, das war ihn nicht. Ah, das freut mich. Das wollte ich natürlich nicht. So, Stiram, Wahnsinn, was hier abgeht. Costa ist wieder da. Freut mich sehr. Allerdings wird er nicht spielen, ist ganz klar. Keine Spielpraxis. Keine Kondition. Da ist Ailton. Der macht ihn. Und jetzt setzt er sich sogar mit einem Doppelpack an die Spitze der Torjägerliste. Also hinten brauchen wir jetzt nicht mehr so viel nach. Ailton. Du, die in der Mitte. Stark. Auf der linken Seite wieder mit drei Leuten anrücken. Die übernimmst du dann. Das reicht als Absicherung. Ganz stark. Thuram macht bei dem Reigen auch noch mit. Es ist nicht mehr auszuhalten. Cyprian auch ja den 10. Zähler, das könnte ein neuer Punkterekord werden. Also die Dominanz ist natürlich erschreckend für die Konkurrenz, das darf man nicht vergessen. Costa. Schön.
Schön, dass du wieder da bist, Junge. Jo, wie sieht es aus mit einem Mann auf der Rechtsverteidigung, auf der rechten Position? Haben wir wieder einen sehr gut. Da werden wir nochmal schauen, ob wir da noch was Besseres auf Lager haben. Heute soll es erstmal darum gehen, dass wir dieses Spiel gegen Nordirland möglichst gut gestalten. Gehen schnell 2-0 in Führung. Ja, prima, genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Schalten dann auf Konter. Hier trifft der Hilton, Wahnsinn. Was ihn dann nochmal mit dem Doppelpark, fantastisch. Große Klasse, muss ich sagen. Lieber Finger, geil. Oh, das ist bitter. Das ist bitter für uns. Hoffentlich nicht zu lang verletzt. Der war so gut drin im Spiel und vor allem auch hätte ich ihn so gerne in der Europa League spielen lassen. Vencedor, Vencedor. Spielt so weiter, das wird schon. Ja. Wolfsburg. Ja, für Wolfsburg ist die Saison auch gelaufen. Unai Vencedor mit seinem ersten Tor. Mit seinem ersten Tor. Komm, wir ziehen es durch. Wir ziehen die Meisterschaft jetzt durch. Aiton. Los. Es ist völlig egal. Zwei, zwei zum Abschluss. Fantastisch. Oh nein, wir verlieren das letzte Spiel auch noch. Ach komm, wurscht. Dortmund Meister, Norwich Meister, Troa Meister, Bologna Meister, in Italien hat es Juve nicht geschafft, Sevilla Meister. Torschützenkönig ist Ailton. Die Großen liegen schon mal so an.
Pietro Marino für Tottenham, Moa für Lyon, Allgäu für Empoli, Trioli. Ach, einfach herrlich. Tja, Europa League. So schaut's aus. Richtig geil. Die holen wir uns jetzt. Beziehungsweise, Leute, wir machen hier den großen Cliffhanger. Ich weiß, ich bin gemein. Wir beenden die Folge heute hier. Wenn euch die gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ganz ehrlich, wenn ihr wissen wollt, wie wir es machen in der Europa League, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich weiß, ich bin gemein. Lasst ein Abo da. Euer Colt sagt tschüss. Ciao und Servus. Hat er nicht gemacht, der Colt. Hat er nicht gemacht, oder? Der hat euch nicht mit einem Cliffhanger hier rausgehen lassen. Nein, Schmarrn. Schön, dass ihr da geblieben seid. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Natürlich geht's weiter. Europa League steht an. Wir werden auch weitermachen. Ich kann euch doch nicht mit so einem Cliffhanger rausgehen lassen. Aber ihr seht selbst, wir sind haushoher Favorit. Und wir schauen uns natürlich nochmal kurz an, was wir da Unfassbares geleistet haben. Ja, dazu brauchen wir wohl nichts sagen. Der Abstand ist, ja, ist da. Ist da. 3 Spiele verloren, 4 unentschieden, 27 gewonnen, spricht eine klare Sprache. Wir haben zum dritten Mal hintereinander die Meisterschaft gewonnen. Runter in die zweite Liga müssen Holstein Kiel, Kölle und Leverkusen. Dafür kommen rauf Erzgebirge, Aue, der Hallische FC. Das wird super cool. Das wird lustig. Und der HSV. Nürnberg hat es nicht geschafft. Union hat es nicht geschafft. Auch Werder Bremen hat es nicht geschafft. Ja, Schalke hat es ebenfalls nicht geschafft. Noch ein Jahr dritte Liga. Oh, da sind wir aber traurig als Dortmunder. Aber hier kommt Klauder wieder rauf in die zweite Liga. Das freut mich persönlich. Premier League gewinnt Norwich mit 2 Punkten Vorsprung. Runter müssen Fulham, West Bromwich, Albion und Barnsley. Und was da extrem krass ist, der Meister steigt ab. Wow, das ist schon krass. Troyes wird Meister. Nur 9. Wahnsinn. Serie A und Punkte. Nein, Bologna gewinnt aufgrund des besseren Torverhältnisses die Serie A. Schaut euch das an. Ist das ein Drama oder nicht? Wahnsinn, Milan gerade noch so geschafft. Die Fiorentina allerdings muss runter, genauso wie Parma, Sassuolo und Venedig. Und auch hier war es eine ganz enge Geschichte in Spanien zwischen Real Sociedad und dem FC Sevilla, der sich am Ende durchsetzen konnte. Jo, da steht noch einiges an jetzt hier. Wir werden natürlich noch die Kohle verprassen. Da darf man natürlich nicht, zimperlich sein, würde ich sagen. Nützt noch eine zweite Reha-Klinik irgendwas? Ich hoffe mal. Wir bauen einfach mal. Und zwar werden wir die... hierher bauen. Warum nicht? Wieso nicht? Und dann werden wir uns auch noch... Na, wir werden hier nicht das Geld überlassen. Wir werden denen nicht die Kohle überlassen.
Fanbetreuung haben wir eh nicht mehr. Wir werden auf jeden Fall. Noch was in den Kader investieren, würde ich mal sagen. Da müssen wir sowieso ein paar Verträge verlängern. Vielleicht sollten wir das gleich mal tun. Die werden nämlich nächstes Jahr auf uns zukommen. Ja, klar ist er zufrieden. Chris kriegt endlich ein angemessenes Gehalt. Das werden wir jetzt auch noch machen. Bonucci versuchen wir natürlich die Kosten zu drücken. Und werden ihm natürlich Handgeld ohne Ende geben, weil wir haben sie im Moment. Ich denke, das ist gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht spielt er ja dafür. Noch nicht ganz, okay. Dann gibt es vielleicht noch mehr Kohle. Auch das mache ich nicht ganz, okay. Noch ein bisschen höher mit der Kohle. Nee. So kriegt man schon mal nicht Costa. Ja gut, der Costa fast gar nichts. Den müssen wir schon halten. Für die nächste Zeit. Der nimmt an, sehr geil. Ja, und er will natürlich richtig viel Kohle, da machen wir erstmal nichts. Spielen erstmal noch das Spiel gegen Sarajevo fertig. Tipps können abgegeben werden. Holen wir zum ersten Mal die Euroleague. Holen wir die Euroleague. Es ist spannend. Es ist spannend oder Peter macht's. Peter Lalbeklu. Bringt uns den Titel. Wir sind Europa League Champions, jawohl. Mega geil, mega geil. Ein weiterer Titel, den wir zugeschanzt bekommen und wir kriegen den Orden in Silber. Bronze hatten wir, jetzt haben wir ihn in Silber. Bayern ist Pokalsieger, genauso wie Southampton, Troyes mit dem Bologna ebenfalls wie Troyes mit dem Double und Real Madrid, okay. Jawohl, 11 Millionen nochmal, 24 Millionen nochmal, okay. Jetzt haben wir aber ein kleines Geldscheißer-Problem und müssen da richtig was ausgeben. Ich habe Bock auf defensives Mittelfeld auf jeden Fall. Ja. Ich habe Bock auf Mario Hernandez.
Ah, ne, Quatsch. Ich habe Bock auf offensives Mittelfeld. Okay. Auch nicht. Schauen wir mal, was wir sonst noch so haben. Vasina. Ah, den hätte ich natürlich zu gern. Vasina hätte ich natürlich zu gern. Kommt, Leute, wir verhandeln mit Vasina. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Wir verhandeln mit Vasina und noch mit Hernandez. Na, gefällt ihm noch nicht. Auch da hat er keinen Bock drauf, okay. Scheiß drauf. Vasina ist das Objekt meiner Begierde. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, wenn wir ihn noch holen könnten, ja gut, das sind die Superstars, der Superstars, wenn man mal überlegt, wen wir da holen wollen. Wenn man sich das mal überlegt, wen wir da holen wollen, ist schon geil. Mallorca holt die Champions League. Glückwunsch nach Spanien. Mallorca verliert den Weltpokal. Tedesco wird Trainer des Jahres. Wir spielen die Saison unseres Lebens. Hunderte von Punkten und wir werden nicht Trainer des Jahres, eine Unverschämtheit. Marc Singh wird Spieler des Jahres. Sehe ich zwar nicht so, aber okay. Ja, das ist ja. Okay, das ist ja wirklich erbärmlich. Wow, Juve macht ernst. Steigt aber aus. 120, ne, 120 können wir nicht zahlen, aber. Ne. Da kommen wir leider nicht hin. Ja, dann machen wir es lieber so. Bringt leider nichts. Okay, also die ARD. Na gut,
DAZN ist raus. Wir müssen noch mal ein bisschen überschlagen. Oh, jetzt müssen wir ja noch Kopf rechnen. Ungefähr. Also 3, 15, ungefähr 17 Heimspiele sind wir bei über 50 Millionen auf jeden Fall. Das sind wir bei 37 Millionen. Ja, da kommen wir einfach mit der ARD auch am besten weg. Da kommen wir einfach am besten weg. No Derby, werden wir. Gegen die Bayern, gegen Leipzig, gegen Fürth wird halbiert und gegen den HSV. Na, gegen HSV nicht, aber gegen Hallischen FC. Der als 16. geführt wird, unglaublich. Nicht schlecht, würde ich sagen. Ja gut, das machen wir wieder selbst hier. Genau, es gibt eine Maximalförderung. Ja, geh mal mit 10 Miesen hin. Bonucci wird der Captain. Regionalliga gegen Darmstadt. Oh ja, aber hier spielen wir auch noch. Das stimmt. Da spielen wir auch noch. Jordi Gaspar wird dauerhaft ersetzt. Motomo 22. Boah, 12. Da haben wir wirklich was richtig Gutes eingekauft. Da haben wir jetzt richtig eingekauft. Heißt aber auch, dass du dich verpieseln kannst. Okay, also wir haben da wirklich was auf dem Kasten hier. Richtig geil. Ein paar Jugendspieler vielleicht dazu gekriegt. Nein. Ach, Ronaldo will immer noch keiner. Den will einfach keiner. Warum, weiß auch keiner. So, Leute, das muss es jetzt aber für diese Folge gewesen sein. Danke, dass ihr so lange da geblieben seid. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Wir haben die Meisterschaft geholt zum dritten Mal und die Europa League mit dem BVB. Unser vierter Titel. Unser vierter Titel. Da steht's. Europa League Siege. Und da geht's munter weiter. 220 Ligaspiele, Pokal, Europapokalspiele haben wir gemacht. Es wird fantastisch. Wir werden dieses Jahr die 700 Ligaspiele vollkriegen. Es wird grandios, 62% gewonnen. Das ist natürlich fantastisch. Das ist natürlich grandios. Ich sage jetzt wirklich und ohne Umschweife nochmal danke fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ich gebe es zu, ich habe euch getrollt. Aber ich werde es nicht mehr machen. Ich werde es nicht mehr machen. Wir sind 38 Jahre alt, Leute. Ihr seht es. Level 15. Eine unglaubliche Karriere, die wir schon gestartet haben. Und wir wollen dieses Jahr unseren dritten europäischen Supercup holen. Und natürlich auch die Meisterschaft.
verteidigen, beziehungsweise könnten wir ja schauen. Anfrage anderer Vereine in der Premier League. Da müssen wir mal schauen, was da so gesetzt ist. Sollen wir dann noch mal ganz kurz schauen? Habt ihr Bock? Ich glaube schon. Tottenham, Leute, das ist so die Creme de la Creme. Na, Italien wollen wir nicht, aber was ist los hier beim FC Barcelona zum Beispiel? Da geht es um gar nichts mehr. Ja? Da schauen wir doch gleich mal. Historisches Endtabelle in der Primera Division. Barca 9. Barca 7. Barca Vizemeister, okay. Vize. 5. 10. nur. Letzte Meisterschaft ist ewig, ja. Zumindest gefühlt bei Barca. Da könnten wir mal anfragen, ob die Ehrengüten brauchen können. Real hat kein Bock anscheinend daran. Barca auch nicht. Mallorca auch nicht. Barca auch nicht. Ja, hat keiner Bock auf uns. Schauen wir nochmal, vielleicht geht's nochmal. Also es hat wirklich keiner Bock auf uns im Moment. Aber wir haben noch Vertrag bis noch 2 Jahre, aber wir könnten tatsächlich mal unseren Klausel bekannt geben. Vielleicht geht dann was. Vielleicht könnten wir ins Ausland wechseln, da hätte ich Bock drauf. Ich denke, in Dortmund sind wir durch. 3-mal hintereinander Meister. Was willst du da noch holen? Leute, in dem Sinne, ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Jetzt aber wirklich, ich sag's, ich wiederhole mich ungern, aber wirklich, jetzt werden wir diese Folge beenden. Richtig gut, sogar bei den Medien sind wir mittlerweile auch richtig geil. Richtig, richtig gut. Euer Kurt sagt danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Jetzt bitte wirklich auch gerne abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video bei der Neverending Story Video, genau, wieder. Ich muss Schluss machen, ich bin durch. Euer Kurt sagt tschüss, ciao und servus.